Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind heute wieder auf Griefer Games und heute kommen wir mal dazu, wie eigentlich die Preise entstehen. Und zwar gibt es ja viele verschiedene Items in Minecraft und mein Kontostand von momentan guten 150.000. Ja, damit kann man schon einiges kaufen, ne? Aber wie teuer, beziehungsweise warum sind manche Items teurer und manche billiger? Tja, das Ganze kommt grundlegend erstmal dazu, beziehungsweise darauf zurückzuführen, dass es Angebot und Nachfrage gibt. Das Angebot ist nämlich quasi, wie viele Leute ein bestimmtes Item verkaufen und die Nachfrage, wie viele Leute quasi das Item kaufen möchten. Das bedeutet, es gibt ein Verhältnis zwischen Anzahl an Verkäufern und Anzahl an Käufern. Bedeutet, wenn es jetzt 10 Leute gibt, die Ripex-Köpfe verkaufen und nur einen, der sie kaufen möchte, dann kann der sich aussuchen, wo er kauft. Und wo kauft er? Da, wo es am billigsten ist. Das bedeutet, die Leute gehen mit den Preisen runter, um eben quasi ihr Zeug verkauft zu bekommen. Das Ganze kann man gut auch an einem Beispiel, und zwar den Beacons, erklären. Jeder will Beacons, die sind cool, werden von Upgriefed quasi gepusht und als Reichtum dargestellt. Die sind so quasi irgendwie das Symbol von Griefer Games, würde ich jetzt fast schon sagen. Und die sind auch einigermaßen schwer zu farmen im echten Minecraft, also man muss echt viel Wither töten, um da Köpfe rauszubekommen. Allerdings sind die Preise in den letzten Zeiten eingebrochen. Tja, warum das? Also zumal gibt es die einen Booster. Durch die Booster kann man einfach relativ schnell und besser Mobs farmen. Und zudem gibt es die Spawner. Das bedeutet, im Nether wurden Spawner mit Skeletteiern quasi ausgestattet. Und da konnte man dann relativ einfach Wither farmen, in automatischen AFK-Farmen, beziehungsweise durch Bots. Dadurch sind relativ viele Witherköpfe in den Umlauf gekommen und dadurch auch viele Beacons. Und je mehr Beacons es gibt, desto niedriger der Preis, wie gerade gesagt. Je mehr Leute verkaufen und je weniger kaufen, desto höher der Preis. Allerdings sind die Preise ja jetzt konstant bei 500 bzw. etwas oben drüber. Warum? Upgegriefed hat einen Admin-Shop eingeführt auf Citybuild 11 bzw. kurzfristig einen Admin-Shop eingeführt. Da konnte man die Beacons dann für 500 verkaufen. Das bedeutet, im Endeffekt hat dadurch, dass er quasi alles für 500 aufkauft, den Preis etwas stabil halten können. Bedeutet, das letzte Wort in der Wirtschaft hat trotz alledessen immer noch der Admin. Ein anderes Beispiel könnte man auch nehmen mit Sicherheitslücken. Wenn es jetzt eine Zeit gab, wo relativ viel gedupt wurde, also dupliziert wurde, das bedeutet, Items wurden durch Bugs geglitscht und kamen dadurch massig in Umlauf, dann gibt es auch wieder relativ viele Leute, die zum Beispiel wertvolle Items wie Bedrock verkaufen oder Endgestein, das man nicht farmen kann. Oder zum Beispiel diese Wooden Slab hier, die es ja jetzt aber auch in diesen Boxen da, Supreme Boxen gibt. Das Problem bei der Sache, wenn gedupt wurde und es ganz viel Bedrock auf dem Markt gibt, ist der Preis fällt. Das bedeutet, es gibt richtig, richtig viel Bedrock auf dem Markt. So viele Leute können das gar nicht aufkaufen, so viel Bedrock gibt es auf dem Markt. Und dementsprechend sind die Preise relativ niedrig, gerade auch durch die Konkurrenz. Bei Spawn-Eiern ist es zum Beispiel so, Spawn-Eier kommen durch Administratoren nur in den Umlauf oder durch Duplizierer. Das bedeutet Spawn- oder zum Beispiel durch den einen Pet-Bug, den es mal gab, da konnte man auch Spawn-Eier ins Spiel holen. Dadurch sind natürlich die Preise gesunken, weil es gab auf einmal richtig viel Spawn-Eier und die Preise sinken. Doch dadurch, dass Spawn-Eier verbraucht werden, das bedeutet, wenn man die einmal gesetzt hat, kriegt man die nicht mehr zurück und kann sie nicht mehr farmen, sind die Preise nach und nach wieder gestiegen, weil immer mehr Spawn-Eier quasi eingesetzt wurden. Und somit sind die Preise alle wieder nach oben geschossen und wir haben momentan dieses Preiseverhältnis bzw. so ein ausgeglichenes Preiseverhältnis, wo immer wieder Nachkommen von Administratoren durch Drop-Events oder ähnliches und aber gleichzeitig auch wieder welche verschwinden, weil sie gesetzt werden. Zusammenfassend kann man einfach sagen, die Preise entstehen dadurch, wie viele Menschen gleichzeitig versuchen, Items von einer bestimmten Sorte zu verkaufen, zum Beispiel die Beacons. Und wie viele Leute daran interessiert sind, diese zu kaufen. Je mehr Leute verkaufen und je weniger kaufen, desto niedriger der Preis, weil Konkurrenz herrscht zwischen den Verkäufern. Wenn es aber jetzt nur einen Verkäufer gibt und 1000 Käufer, dann streiten sich die Käufer darum, wer das kaufen kann und, der Preis steigt dementsprechend. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video mal so ein bisschen erklären, wie die Preise zustande kommen auf Griefer Games. Und wir werden auf jeden Fall im nächsten Video behandeln, wie man aus dieser Taktik bzw. aus diesem Wissen Geld ziehen kann, indem man gezielt in bestimmte Items zu bestimmten Zeitpunkten rein investiert. Falls ihr das nicht verpassen wollt, klickt unten auf Abonnieren, aktiviert vielleicht die Glocke
Ansonsten schreibt gern Verbesserungstipps in die Kommentare und bis dahin haut rein und ciao!